Ich glaube, da gibt es ein kleines Problem hier im Spiel. Das muss Supercell jetzt erstmal fixen. Ich wollte eigentlich ein schönes Video aufnehmen, aber das scheint im Moment nicht zu funktionieren. Ein kurzer Cut. Okay, nochmal 18 Minuten warten. Was willst du machen? Okay, da sind wir wieder. Ja, hat jetzt noch ein bisschen gedauert, denn es kam doch nochmal eine Wartung. Ihr habt es ja selber wahrscheinlich miterlebt. Die erste Wartung. Was heißt die erste Wartung? Also die erste Wartung, danach war der Fehler da und dann gab es wieder eine Wartung. Die hat dann bei 19 Minuten habe ich eingeschaltet oder eben habt ihr gesehen, 18 Minuten waren es, glaube ich. Und dann sprang er nochmal auf 21 Minuten hoch. So viel zum Update bzw. zum Bugfixing hier. Das war nämlich heute, aber ihr habt es im Titel gesehen. Der Grind, ja, entweder grinden, grinden oder Gem. Das ist oder Juwelen ausgeben. Das ist bei mir im Moment die ganz, ganz große Frage, denn ich bin jetzt auch zwei Tage fast nicht zum Clashen gekommen und habe zwar hier meine Klankriegsangriffe und so gemacht, aber mehr leider nicht, Leute. Und es sind aber ein paar Sachen fertig geworden, denn ich habe nochmal Bauarbeitertränke Nachschub geholt. Also zumindest was hier noch mit Medaillen ging. Da seht ihr das, 544 wird immer weniger. Und aber dafür habe ich jetzt schon die beiden Zaubertürme fertig. Also der eine ist da und der andere, ja, der andere ist auch irgendwo. da ist er. Okay. Ja, ich muss noch eine passende Base haben. Und habe jetzt natürlich 5 Bauarbeiter frei. Das ist sehr, sehr cool. Aber und habe jetzt auch schon 3 Armeelager fertig. Ich wollte jetzt das 4. Armeelager, da es ja noch ein bisschen dauert hier, bis wir uns hier noch wieder einen Hammer holen können, wollte ich jetzt tatsächlich, wir nehmen Juwelen, Leute, wir nehmen Juwelen. Wir nehmen aber hierfür keine Juwelen, sondern wir nehmen hierfür das 1714. Okay, die nehmen wir jetzt nicht, denn ich konnte, glaube ich, hier noch ein Buch kaufen, ja. Buch des Bauens. Mein Herz. Mein Herz. Okay. Buch des Bauens machen wir fertig. Und damit haben wir zumindest jetzt volle Truppenkapazität am Start. Also 640 Truppen bzw. 320 Truppen pro Armee. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und habe jetzt allerdings auch kein oder nicht mehr so viel Elex. Also auch hier immer noch Elex müssen wir wieder nachordern. Können jetzt aber wenigstens ein Bauarbeiter wieder in die Langzeit schicken. In 10 Stunden ist auch mein Monolith fertig. Also es ging dann schon natürlich ein bisschen schneller als 15 Tage mit den vielen Tränken, die ich eingeworfen habe. Und ich würde aber sagen, wir bauen die Zaubertürme. Jetzt lass mich mal überlegen, bauen wir die weiter aus oder machen wir erstmal die Lager? Beziehungsweise die Minen und Sammler. 5,5, da könnten wir die eigentlich ganz gut laufen lassen. 9 Tage nur, okay. Das machen wir mal so. Ich glaube, die machen wir als erstes fertig. Dann habe ich immer noch nicht alles, ja. Dann habe ich immer noch nicht alles, aber ich habe hier Frosty immerhin schon mal auf 2, den nehmen wir gleich auch mal mit. Und habe aber die Werkstatt auch noch nicht abgedatet. Also auch die muss noch hochgehen. Ich kann mir vorstellen, in 3 Tagen knüppel ich die einfach mit dem Hammer hoch. Und dann haben wir das Ding auch. Und haben jetzt aber noch 3 Bauarbeiter frei. Ich würde sagen, 2 setzen wir noch ein. Wir haben jetzt schon mal 2 Lager hier am Start und für das restliche Elex, ich wollte das Elex eigentlich ein bisschen sparen zum Forschen. Wir haben auch ein bisschen Forschen müssen wir leider auch noch und deswegen wollte ich eigentlich ganz gerne erstmal was mit dem Gold machen. Dann machen wir das so. Machen wir so. Das geht jetzt schon nicht mehr, okay. Also müssen wir reinhauen zum Farmen. Ich wollte gleich meine Armee auch mal ein bisschen umstellen zum Farmen. Ich glaube, ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, der Loot ist jetzt auch besser. Ich wollte es gerade sagen, aber ich hab keine Clanburg. Okay. Ich habe noch nicht mal eine Kaserne dabei. Schade. Schade auch. Aber ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Wir gehen einfach hier über Ecke rein, würde ich sagen. Hier machen wir das mal eben weg. Ach so. Ich habe ja gar nicht. Okay. Ah, alles klar. Ich habe ja die Luftarmee am Start hier. Das ist ja cool. Das ist ja cool, dass wir die Luftarmee hier haben. Sehr schick. Dann kommen wir hier schon mal so ein bisschen mit den Helden rein. Und mit dem Helden auch. Und den Helden stehen wir mal nach da.
So, wo ist denn unser King? Wieso ist unser King hier schon wieder so halb am Sturben? Oh, da kriegen wir Clanburg. Alles klar. Da kriegen wir Clanburg, Leute. Die muss weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal kurz die Queen hier raus. Und setzen die da oben wieder hin. Dann kriegt die in jedem Fall den Drachen. Alles klar. Okay, dann machen wir hier weiter. Auf der Schiene hier, würde ich sagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Worden hinterher. Den Royal Champion hier mit drin. Und Wut. Doppelwut. Okay. Und hier nächster Wut geworfen. Richtig schön die Wutkreise hier drin. Da geht auch noch ein bisschen was an Wut. Jawohl. Und dann sind das doch schon fast unsere Lager hier. Das ist doch schon sehr, sehr nett, würde ich sagen. Hier nehmen wir noch mal einen Fries. Na komm, die Entfernung muss noch weggehen. Oh, da kommen noch mal so ein paar böse Fallen hoch. Und da schießt die Luft aber wäre jetzt aber noch nicht. Okay, ja, den Loot kriegen wir ganz gut. Das Rathaus brauchen wir nicht. Also richtig coole Sache hier nach wie vor mit den Elektrodrachen zu farmen. Dauert natürlich nur ein bisschen, aber ich habe es in meiner letzten Folge schon erklärt, dass ich immer natürlich Wartezeit habe und hier nicht die ganze Zeit vorm Tablet sitze. Na, jetzt schießt sie wieder. Und zusehe, dass meine Armee fertig ist und sofort wieder angreife. Das ist leider bei mir nicht so. Manchmal habe ich so eine Phasen, ja, da kann ich das auch ganz gut machen, aber halt nicht immer so im normalen Tagesbetrieb mache ich das dann eher nicht, obwohl ich es könnte, ja, ich weiß, obwohl ich es könnte, ich mache es auch trotzdem nicht. Oh, der Warden ist ja hammerstark. Hier unten ist der Zauberturm noch im Bau und auch das Rathaus ist im Bau. Na komm, jawohl. Alter Falter, 24 Sekunden, wird wieder ein kleiner Zeitfehler, ne? Wird wieder ein kleiner Zeitfehl hier mit Uhu, aber wir wollten ja auch einen Frosty mitnehmen. Mist. Ich wollte den Frosty ja mal sehen. Hier beim Farmen. Sehr ärgerlich. Kriegen wir das Rathaus noch? Jawohl. Boah. Alter, der Warden. Guckt euch den Warden an. Ist der stark. Oh, das waren jetzt 1,4 Millionen fast. Alter. Jo, jetzt habe ich auch einen Drachenreiter gekriegt. Ah, ja, ich bin auch wirklich ein Vollhonk, was solche Sachen angeht. Und baue jetzt aber mal ein bisschen anders nach, glaube ich. Ich mache mal ein bisschen was mit Riesen hier, glaube ich. Und ein paar Magiern und den hier. Oh, da passen genau 7 Stück rein. Das ist ja perfekt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Und eine Belagerungsmaschine. Na, den Flammi nehmen wir mal nicht hier. Machen das mal so. Perfekt, dann frage ich jetzt wieder an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. 3. Ach so, ich habe da noch was drin, ja. Habe ich jetzt gar nicht gesehen. Oh, das tut mir jetzt leid, Billy. Das tut mir jetzt leid, Billy, dass ich das wieder rausgenommen habe. Das tut mir sehr leid. Das war nicht meine Absicht. Und dann passt da nämlich immer noch ein Mauerbrecher rein. Perfekt. So machen wir es. Kurzer Cut. Und dann bin ich auch wieder über die Suche hinweg. Also wir haben ein bisschen, ja ich weiß, wir haben wieder ein bisschen Gems ausgegeben, haben 2 Bauarbeiter frei und ich habe mir natürlich auch 2 Tage den Bonus hier nicht abgeholt. Und so wie ich das sehe, haben wir den ja jetzt auch gar nicht mehr so lange. Mal eben schauen, Überfallwochenende habe ich schon gestartet, habe ich auch dran gedacht. Die müssen wir auch nochmal, wir müssen einfach noch so unendlich viel machen. Ne? Ich kann nur noch einmal den Sternebonus kriegen, die zweimal. Zweimal sollte ich heute noch in jedem Fall packen. Bis gleich. Also heute ist Hammer. Heute ist echt Hammer. 2 Klicks. Also das Dorf vorher hatte schon 700.000, 800.000, den habe ich schon weggeskippt. Aber hier jetzt mit 900.000 und 1 Million. Irgendwie, ja, woran liegt das, Leute, dass wir am Release-Tag natürlich nicht so viel gefunden haben, ja. Okay, was haben wir am Stissel? Wir haben hier den hier runterstellen, nicht, dass wir uns wieder wundern, dass die Heiler wieder so komisch laufen, ne? Und beziehungsweise so komisch fliegen. Oder geht jetzt
macht sich das so richtig bemerkbar, glaube ich, ne? Dass wir jetzt einfach mehr Truppen haben. Aber 20 Truppenkapazität mehr, das sind 4 Loons, 4 Orks, 1, 2, 3, 4 Riesen, also geht ja schon eine ganze Menge, ne? So. Machen wir das so. Und einmal so. Dann schicken wir hier noch ein paar Ballons rein. Mal sehen, weil die Heiler jetzt gleich darüber switchen sollten. Hatte ich mir eigentlich so gedacht, dass die das machen. Zack, mit hier rein. Ja, den Loon lassen wir uns mal. Noch offen. Und, oh, wir gehen ja Richtung Rathaus. Wir gehen ja schon Richtung Rathaus, Leute. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Aber wir haben in jedem Fall alles am Rathaus dran. Und könnten... Ja, wir nehmen das einfach mal so. Mal sehen, was wir da drin haben. Ich habe das jetzt nicht gesehen, Leute. Hier hinten ist der Scatter. Ist der Scattershot noch? So, mal sehen, was wir da noch drin haben. Hier haben wir nochmal einen Loon. Perfekt. Ja, gar nicht mal so schlecht. Ach so, was haben wir denn hier eigentlich noch drin? Oh, da. Wir haben den Royal Champion eingesperrt. Und jetzt haben wir wieder Frosty nicht mitgenommen. Okay. So, hier einmal der Fries. Oh, der Fries war perfekt. Leute. Der war jetzt gerade echt Hammer. Da habe ich alles mitbekommen. Die Bordenstatue. Da habe ich den Inferno mitbekommen. Da könnt ihr ruhig gegen reparieren, Leute. Da ist nichts hier. Da ist mein Royal Champion. Und der hämmert gut durch. Alles klar. Perfekt. Sehr schön. Das Lager kriegen wir auch noch. Und wenn wir das nächste Lager auch noch kriegen würden, King, wäre das sehr, sehr schick. Komm, Dicker. Mach es. Oh, da sind noch 2 von den Titans hinter. Alter. Aber auch wieder ein kleiner Timefail. Okay. Und die Hexe ist auch noch am Leben. Meine einzige Hexe. Ich habe eine Hexe gerade dabei gehabt. Okay. Oh, sind die echt... Hammer. Guckt euch das an, da unten, die Hexe. Und wir haben den auf Null. Sehr cool. Okay, wir haben den auf Null. Und die Armee ist ja schon nicht schlecht, glaube ich. 300. Wieso passt das jetzt nicht? 20 übrig. Ich habe noch 20 übrig. Hammer. 20 nochmal über. Okay, kriegen wir 2 Hexen da rein? Ja, perfekt. Machen wir das so. 2 Hexen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, perfekt. Passt genau. Okay, ich werde in jedem Fall jetzt mal so ein bisschen weitermachen. Was hatten wir hier? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. So, perfekt. Ja, jetzt haben wir den Frosty nicht mitgenommen. Schade, schade. Jetzt habe ich auch gerade mal keinen Held. Ach doch, wir haben noch einen Helden hier am Leben. Dann machen wir das mal so, damit ich den Frosty wenigstens jetzt einmal sehe. Tauschen wir mal eben beim Royal Champion den Frosty ein. Dann haben wir den mal hier auf dem Feld. Wo ist er? Ach nee. Ah, ist beim Warden. Okay. Ne, wir haben gar keinen Helden hier, sehe ich gerade. Oh. Okay, wir haben gar keinen Helden. Naja, alles klar. Mal sehen. Meine Minen und Sammler sind immer noch geboostet und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was machen wir denn hier eigentlich als nächstes im Labor? Machen wir uns die Bartsch-Familie da hinten hoch oder nehmen wir lieber für meinen Hybrid den Miner? Also ich spiele ja mal ganz gerne Hybrid und da sind die Miner natürlich perfekt. Oder eher noch ein Zauber, da muss ich mal sehen. Zauberbuch habe ich ja nicht mehr. Der Blitzzauber vielleicht auf 10. Bin ja nicht so ein Blitzer, sage ich mal. Also ist noch vieles, vieles offen hier. Aber wieder einen kleinen Schritt weiter gekommen. Also wir haben die Armeelager alle fertig. Wir haben jetzt hier die Minen und Sammler am Rennen, sondern
Könnten eigentlich noch mal einen anstoßen, ne? Jo, können noch einen machen hier. Perfekt, dann haben wir alle Bauarbeiter hier in die Elix-Lager reingesteckt, weil Elixier brauchen wir nach wie vor eine ganze Menge. Und deswegen glaube ich, ist das an der Stelle ja ganz gut aufgehoben. Ich hole mir jetzt gleich ein paar Tränke. Ein paar Tränke ist gut, ne? Ah, ich will auch nicht so viel Medaillen ausgeben hier, weil den Bauarbeitertrank, den kann ich jetzt natürlich im Moment immer gebrauchen, ne? Das ist schwierig, aber meine 285 Gems ist auch viel. Ich würde die Medaillen ganz gerne behalten, aber hier kriegst du auch immer nur pro Woche 3 Stück raus. Und 285 fand ich immer ein bisschen teuer für mich. Das seht ihr ein, oder? Fand ich jetzt immer ein bisschen teuer. Mal sehen. Für die Überfallmedaillen gibt es das halt leider nicht. Ist halt ein bisschen schade. Naja, egal. Ich hoffe, die kleine Update-Folge hat euch trotzdem gefallen. Hier also grinden oder noch mehr Juwelen einwerfen. 18k haben wir noch. Und im Moment tut's, mir tut's nicht wirklich weh, Leute. Aber so ein bisschen kann man ja noch ein bisschen aufsparen für das ein oder andere. Klar, Priorität hätte jetzt natürlich die Zaubertürme, dass wir hier die nächsten Zauber rausbekommen. Und in einer Laufzeit von 12 Tagen geht das ja auch. Sind ja fast nur 2 Wochen. Mein Gott. Ja, okay, Kleinstadt machen wir heute Abend, denke ich mal. Dazu der Hinweis. Also, der Grind geht auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut ein bisschen gefallen. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt mal wieder ein bisschen die Zeit dafür nehmen können. Und dann würde ich sagen, verbleibe ich einfach. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Clasht. Mal jetzt auch aus, oder? Oder lasse ich einfach weiterlaufen? Oder soll ich einfach auf Stream starten klicken? Kann man ja auch mal machen.